Ja, wir befinden uns jetzt im Jahr 1983 in Biebesheim. Wir hatten noch einen Bahnhof, der von Personal besetzt war. Es gab noch einen Fahrdienstleiter und man konnte sich am Schalter eine Fahrkarte kaufen, konnte sein Gepäck aufgeben. Also vom Service her war alles in dieser Zeit bestens. Ja, der Service, der damals den Zugfahrenden geboten worden ist, war schon, finde ich, besser. Der hier gezeigte Film wurde von Bertolt Schäfer aufgenommen mit einer Röhrenkamera. War halt damals die aktuelle Technik, ist mit der heutigen nicht mehr zu vergleichen, aber wunderbare Aufnahmen. Bertolt Schäfer hat für eine Verwandte, die im Ausland lebt, diese Aufnahmen von Biebesheim erstellt, um ihr die Veränderungen der letzten Jahre zu zeigen. Ein Glück, dass er diese Sache damals getan hat. Es sind heute Aufnahmen von unschätzbarem historischen Wert. Links kommt dann die Acip-Tankstelle, dahinter ist die Firma Gila und dahinter ist wieder eine Tankstelle, die allerdings zu diesem Zeitpunkt schon als Videothek genutzt und nicht mehr als Tankstelle genutzt wurde. So, rechts kommt jetzt der Raumausstatter Schneider und vis-à-vis die Metzgerei Rotärmel. So, jetzt kommt eine ganze Reihe interessanter Häuser. Links zum Anglerweg hin steht noch das Haus der Blößer Lisbeth. Dann haben wir hier die Firma Röth, vorher noch die Firma Grüll, also die Gärtnerei Grüll. Dann links ist der Kinderschulbäcker. Am Fußgängerüberweg kommt die Firma Viljus, danach rechts Spielzeugwedel, danach die Tankstelle Schaffner. Vis-à-vis zur Tankstelle Schaffner ist dann das Eiscafé und hinten dran im alten Rathaus ist noch eine Zweigstelle der Sparkasse. So, links kommt jetzt gleich die Bäckerei Zimmermann und hier vorne, wo es zur Falderstraße geht, ist das Haus noch bewohnt. So, links kommen wir am Gemeindebau vorbei. Das Haus links ist schon abgerissen, schon lange. Und hier weiterhin die Hauptstraße fahrend sieht man hinten ist das Haus der früheren Firma Saft Friedrich und vorne ist jetzt ein Mehrfamilienhaus hingebaut worden. So, auf dem Anwesen der Kälterei Friedrich wurde dann eine Moschee gebaut. Danach, wo der Kran steht, ist dann der Biebesheimer Supermarkt im Norden gebaut worden und dann gleich dahinter zur Brücke hin ist der Kreisel entstanden. So, Bertolt fährt jetzt links in die Falderstraße. Da stand nur ein Haus und hinten dran sieht man ein Stück noch von der sogenannten Dreschhalle, die auch nicht mehr dasteht. Hier sieht guckt sie gerade raus. Hier ist mittlerweile ein eigenes Ortsviertel entstanden. Rechter Hand ist man dann zur Dreschhalle gekommen. Und wenn man hier so sieht, denkt man, naja, stehen doch einige Autos rum, aber es ist kein Vergleich mehr mit, was heute hier los ist. Also hier kommt man gerade so noch durch. So, eins dieser Fahrzeuge müsste man besitzen, da könnte man bei jedem Oldtimer-Treffen die Show machen. Sieht man auch gleich an der Kirschgasse-Ecke das Geiberthaus. Vis-à-vis davon die Scheune ist auch nicht mehr da, also ist jede Menge Veränderung passiert und man sieht da hinten auf eine Scheune. So, und diese Scheune auf der Hauptstraße ist auch nicht mehr vorhanden. Jetzt fährt Bertolt wieder in Richtung Süden. Rechter Hand ist dann von der Firma Vormehr noch das alte Kinoschild zu erkennen. Vorne rechts sieht man noch die Markise des Eiscafés.
Jetzt geht's an der Firma Textil Brandl vorbei. Links ist die Biebesheimer Waag und rechts Möbel Dewald. So, rechts ist dann die Milchschale. Dann um den Kastanienbaum rum ist der Marktplatz Schmidt. Da hinten das Gebäude, das rausguckt, ist die Metzgerei Hart. Nebendran ist die Gaststätte Hart, also ein Gebäude. So, links ist jetzt die Firma Geibert und rechts die Schreinerei Oettinger. Hier ist noch ein Lastwagen von der Firma Oettinger. Da hinten in der Bahnhofstraße ist eine Reinigung. Berthold biegt jetzt in die Heinrichstraße. Rechter Hand befindet sich eine Pizzeria. Ja, die Heinrichstraße hat sich in den letzten Jahrzehnten mächtig verändert. Einige Häuser sind umgebaut worden oder gar abgerissen. Ganz hinten links ist das Ladengeschäft der Firma Hasenzahl, genannt Ottel, und rechts die Daumsläden, die Gaststätte zur Eisenbahn. So, Berthold biegt jetzt Richtung Bahnhofstraße ab. Vorne, wo die stehenden Autos sind, ist ein Bahnwärterhäuschen mit Schranken. Autos müssen warten, bis die Schranken geöffnet werden. So, jetzt kommen wir gleich bei der Metzgerei Gröbe vorbei. Dort konnte man sich auch ein gut schmeckendes Mittagessen abholen. So, links geht's hier in die Friedenstraße. Und gleich vorne rechts an der Ecke ist die Firma Wedel und gleich dahinter die Firma Rotärmel und Vogel. Auch etliche Gebäude, die nicht mehr da sind. Rechter Hand kommt jetzt die Firma Rossow. Hier konnte man Uhren reparieren lassen oder Schmuck kaufen. Danach die Metzgerei Straub. So, hier war die Gemeindeverwaltung. Hier sind wir jetzt schon wieder bei Schaffner Brandl und fahren in die Rathausstraße. Am Anfang der Rathausstraße gab es einen kleinen Supermarkt. Hier guckt man rechts auf die Firma Appelshäuser, die später von der Firma Wambold übernommen wurde. Es wurde dort mit Baustoffen gehandelt. Auch hier kann man sehen, wie viel sich verändert hat. Dort hinten links, das Haus steht nicht mehr. Rechts auch der Landhandel Wambold ist nicht mehr da. So, hier sitzt die Firma Wettwein. Damals gab es hier noch eine Schreinerei. Und jetzt linker Hand die Firma Achenbach. So, und rechts ist dann das Malergeschäft Hering. So, rechts wieder das Anwesen der Geibert-Schwestern. Und jetzt geht's wieder in die Falldorfstraße. Man sieht hier auch einige Autos parken, aber im Vergleich zu heute, tja, ist überhaupt kein Vergleich. Ja, das ist die Falldorfstraße im Jahr 1983. Hier links auch wieder einige Häuser, die nicht mehr vorhanden sind. Und einsam steht der Defliese-Bungalow, vom neuen Viertel noch nicht zu sehen. Ja, die Rheinhalle steht hier einsam und allein.
Weiter geht's auf die NATO-Straße Richtung Rhein. ...1993 war auch die Zeit der neuen deutschen Welle. Nena zum Beispiel hatte mit dem Lied 99 Luftballons einen Hit, der auch im Ausland gehört wurde. Oder Peter Schilling mit Major Tom. Und die Gruppe Geier Sturzflug hatte mit ihrem Lied Bruttosozialprodukt auch einen ziemlichen Hit. ...1983 ist auch das Jahr der gefegten Hitler-Tagebücher. Der Stern hat für den Kunstfälscher Kujau damals über 9 Millionen D-Mark bezahlt. Udo Lindenberg ist in dem Jahr im Palast der Republik in Berlin aufgetreten. Sein Lied Sonderzug nach Pankow wurde ein großer Hit. Ach, noch ein geschichtliches Ereignis. 1983 kam in Amerika das erste Mobilfunktelefon auf den Markt. Es wog damals 800 Gramm. Wer hätte gedacht, dass dieses Ganze mal sich so weit verbreiten würde. 1983 war Helmut Kohl Bundeskanzler, Karl Carstens Bundespräsident. In den Vereinigten Staaten war Ronald Reagan, ein ehemaliger Schauspieler, Präsident. Tolt fährt jetzt den Wechselsee entlang Richtung Hühnerpark. Da kann man hier nicht mehr entlang fahren, denn es ist jeweils eine Schranke angebracht. Bei dem heutigen Verkehrsaufkommen ist es auch besser so. So, links, das sind die sogenannten Kleingärten und das Gebäude, das man hier sieht, ist die Vereinsgaststätte des Geflügelzuchtvereins. Links, das grüne Gebäude gehört schon zum Vogelpark. Weiterhin das Anschließen der Zaun, da gab es früher noch den Hundeplatz. Der Verein wurde dann aufgelöst. Und auch Kleingärten hier. Rechter Hand ist die Kläranlage und da hinten das große weiße Gebäude ist von der Firma Grombolz, der Fuhr- und Lagerpark. Mittlerweile wurde das alles abgerissen und es ist ein neuer Ortsteil entstanden. So, mittlerweile ist Berthold an dem Anglerweg angekommen. Er wird bis zur Kreuzung fahren und dann links abbiegen. So, und an der Kreuzung befindet sich die Gaststätte Wagenrad. Berthold biegt links ab. Und was sehe ich da? Ein 2CV. Ich werde verrückt. So, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, Berthold, dass du den Film zur Verfügung gestellt hast. Dankeschön. Und ganz wichtig, bleibt alle gesund. Ja.